Ich habe schon so ein paar Auslandsdreherfahrungen sammeln dürfen. Ich habe das Tagebuch der Anne Frank zum Beispiel, haben wir in Amsterdam gedreht. Also ich habe mich durch Anne Frank und eben auch durch die Schule natürlich ganz viel gerade mit dem Zweiten Weltkrieg befasst. Und ich mag darüber mal gar nicht reden, weil ich direkt, es ist so absurd auf eine Art und Weise. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir uns damit immer auseinandersetzen. Aber es ist vor allem so absurd, weil ich mich jetzt in diesem Raum Europa halt so frei bewege und mir nicht vorstellen kann, dass, dass Deutschland und Frankreich zum Beispiel mal sich bombardiert haben und wahnsinnig viele Menschen umgebracht wurden, Gottlieb. Naja, und das ist total schön, was wir jetzt hier haben. Und ich glaube, das müssen wir schützen. Ja. Was ich mir von Europa und für Europa wünsche, ist, dass meine Kinder in einer Gemeinschaft aufwachsen können, in der sie sich genauso frei, wenn nicht sogar noch freier bewegen können, als ich gerade schon. Und ich wünsche mir, dass wir mit Rechtsextremismus gar nichts mehr zu tun haben, dass das einfach gar kein Thema mehr ist. Und wir eine ganz große Community von jungen Leuten haben auch, die immer wieder Neues in die EU geben und sagen, lass uns was zusammen machen und lass uns gemeinsam unsere Gemeinschaft stärken. Und ich wünsche mir ein großes Interesse und eine Gemeinschaft, die noch mehr auf sich vertraut und noch mehr aneinander glaubt und daraus ganz viel Tolles schaffen kann. Ja, ich bin dabei auf jeden Fall.